Frauenkirche, für das Dresdner Elbtal, für die Aberkennung des Weltkulturerbetitels und seit 2014 auch bekannt für Pegida. Heute ist wieder eine Großdemonstration von Pegida. Ich weiß nicht, was da los ist. Allerdings ist Pegida ein ganz typisch Dresdner Phänomen. Denn in keiner anderen deutschen Großstadt oder im deutschsprachigen Raum könnte sich Pegida so gut etablieren, wie das in Dresden der Fall ist. Die Gründe dafür wurden in den Jahren etwa 2015, 2016 hinsichtlich der Bevölkerungszusammensetzung analysiert. Und es ist nicht nur ein lokales, auf Dresden bezogenes Phänomen, sondern ein Phänomen, was Dresden als Zentrum eines größer gefassten Umlandes einschließt und weswegen Dresden sich so gut eignet. Dresden ist eine Residenzstadt seit vielen Jahrhunderten und entsprechend treffen hier auch ganz unterschiedliche kulturelle Identifikation bzw. Verständnisse vom Zusammenleben aufeinander. Und das macht Dresden so besonders für Pegida. Nichtsdestotrotz sind die Menschen vom Launpark aus auf dem Weg. Es gibt dann auch so Möglichkeiten, wenn Pegida hier durch die Stadt läuft, sich zu anderen Versammlungen zu bewegen. Darüber werden wir euch rechtzeitig informieren. Und vieles andere mehr. Aber ihr habt euch entschieden, heute hier zu sein, um einer der seit nunmehr über 7 Jahren regelmäßigen stattfindenden Hassveranstaltungen einer kleinen, lauten Minderheit Paroli zu bieten. Dafür sagen wir euch ganz herzlich Danke. Einfach laut darüber. So laut, dass die Unentschieden, dass wir alle Dresdnerinnen und Dresdner mitnehmen können und nicht diejenigen, die Hass und Hetze verbreiten, den öffentlichen Diskurs in unserer Stadt für sich einnehmen. Wir alle haben Vorstellungen und Wünsche, wie das Leben sein soll. Viele Menschen, vor allem junge Leute, engagieren sich in Initiativen und Vereinen, um dem Leben die entsprechende Richtung zu geben. Eine klimaneutrale Stadt bis 2035, mehr Grün, Platz fürs Radeln, einen guten ÖPNV, Wohnungen denen, die drin wohnen und nicht den Miethain, Barrierefreiheit, damit für alle die Teilhabe am Leben gewährleistet ist, ein Umgang mit der Geschichte der Stadt, der die Verantwortung nicht ausblendet. Reden wir auch darüber, so laut, dass unsere verschiedenen Positionen in der Öffentlichkeit und der Politik wahrgenommen werden. Der öffentliche Diskurs darf nicht aus Angst, Bequemlichkeit oder Unentschlossenheit denen überlassen werden, die Hass und Hetze verbreiten. Eine solidarische und weltoffene Stadt. Klar, laut und deutlich, wann immer es notwendig ist. Sie sind diejenigen, die den Menschen in unserer Stadt die Richtung vorgeben. Menschen orientieren sich an. Und dann gefällt dem Ministerium auch der Name Familienkasse nicht mehr. Der soll dann in Familienservice geändert werden. Deswegen braucht es neue Behördenschilder, Broschüren, Briefpapier, IT und Printmedien und das kostet noch einmal 750.000 Euro. Freunde, das sind nur zwei verschwinden kleine Beispiele, wie massenhaft Geld vernichtet wird, während bei der Bevölkerung um jeden Euro gefeilscht wird.
Ja, es ist doch so, 40 Milliarden Euro geben wir der Ukraine und Lindner hat ernsthaft überlegt, die Renten zu kürzen. Und die Bauern sind gerade stinksauer, weil die Regierung über Nacht die wettbewerbsnotwendigen Subventionen gestrichen hat. Und das kann nur einer machen. Denn die Selbstverherrlichung, die Verschwörungssucht und die Dekadenz unserer Regierung, davon mir auch viel mehr ausufern. Ja, die 1000 statt mit nur 52 Delegierten hätten sie nach Kuba fliegen sollen. Und für die Einsparung der CO2-Emissionen. Uns heute weilen, da wollte ja gegen Hass und ja, gegen Hetze demonstrieren, also muss er ja bei uns hier irgendwo sich eingefunden haben. Ich habe gesagt, er wollte mit dabei sein heute. Ich frage nur mal ganz, ganz naiv um die Gegenrichtung. Türki Boy, bist du zufällig da drüben? Hast du dich verlaufen, ne? Türki Boy ist da hier rein. Ah, da hätte ich mich fest erwürgen. So, wollen wir noch eins, damit wir uns das Geplärren hier anhören müssen? Thank you.